23 Kerzen. 23 Menschen aus Königslutter, die mit und an Covid-19 verstorben sind. 23 Lebensgeschichten, die abrupt ein Ende gefunden haben. Trauernde Angehörige, die um ihre Lieben weinen. Trauer, Einsamkeit, Isolation, Angst und Mutlosigkeit sind nur einige Gefühle dieser Tage. Weiterleben zu müssen ohne die geliebte Person. Dunkel und schwer ist diese Zeit. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, leise höre ich, denn du bist bei mir. Amen. Der Friede Gottes, er sei mit uns allen. Amen. Willkommen zu diesem Gottesdienst hier aus der Kirche in Bornum. Ein Gedenkgottesdienst für die Corona-Verstorbenen. Bundespräsident Steinmeier hat dazu aufgerufen, am 18. April an die an oder mit Corona, Covid-19 verstorbenen Menschen zu erinnern. Wir verbinden uns heute mit den Menschen in ganz Deutschland im Gedenken an die Verstorbenen der Corona-Pandemie. Bis heute sind in Deutschland schon knapp 79.137 Menschen an und mit dem Coronavirus gestorben. In Niedersachsen sind es 5.071 Verstorbene und im Landkreis Helmstedt sind es 87 Verstorbene. Und hier bei uns in Königslutter beklagen wir 23 Verstorbene. Weltweit sind es aber schon mehr als 2,6 Millionen Menschen. Hinter jeder Zahl verbirgt sich ein Gesicht, stehen Menschen mit ihren Angehörigen, Freundinnen und Freunden, Menschen mit ihren Geschichten und ihren Erlebnissen. Jede Zahl bringt so vieles mit sich, Hoffnung, Verzweiflung, Trauer, Wut, Liebe und Dankbarkeit. Heute wollen wir all diesen Erlebnissen und Erfahrungen Raum geben. Wir denken an eigene Verluste und die Verstorbenen aus unserer Gemeinschaft. Viele haben einen Menschen verloren und konnten sich nicht von ihm verabschieden. Manchmal gab es nicht einmal eine Trauerfeier. Dies ist ein Gottesdienst zum Innehalten auf dem Weg, zum Erinnern, zum Trauern, vielleicht sogar zum Weinen. Wir gehen durch ein finsteres Tal. Das Virus ist noch nicht verschwunden. Ein finsteres Tal, so formulierte es der Beter des 23. Psalms. Oft gehen wir mit zitternden Knien. Da ist so vieles, was verstörend, überwältigend ist. Und darum müssen wir manchmal innehalten. Unsere Seelen sollen sich ausruhen. Und auch der Trauer soll Raum gegeben werden. Wir trauern um die vielen Menschen, die seit der Pandemie gestorben sind. Wir nehmen auch die in den Blick, die besonders belastet und leidend sind. Wir tun das in dem Vertrauen, dass Gott mit uns ist. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, der die Liebe ist, im Namen der Hoffnung, die in allem Leid lebendig bleibt, und im Namen der Kraft, die uns nahe sein will, die uns anrührt und uns stärkt. Amen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße. Um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir.
Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch. Im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl. Und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werde mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Ich suche Trost und höre die Worte im Psalm. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Über 79.137 Menschen sind bei uns in Deutschland gestorben. An dem Virus, mit dem Virus, fast 3 Millionen sind es weltweit. Viele starben sehr schnell. Viele mussten lange um ihr Leben ringen. Wir denken an sie und werden still. Höre uns, Gott, wir trauern um die Toten. Der Schmerz ist groß. Gib Trost in dieser Zeit. Ich suche Halt und schaue auf die Bilder des Psalms. Du, Gott, bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Viele mussten alleine sterben, an Covid und an anderen Krankheiten. In den Pflegeheimen, in den Krankenhäusern, ohne ihre Lieben, ohne eine haltende Hand. Wir denken an sie und werden still. Höre uns, Gott. Wir fühlen uns leer. Die Kräfte schwinden. Berge uns in der Fülle deiner Liebe, die Toten und die Lebenden. Ich suche Ruhe und lese im Psalm, Gott weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Viele durften ihre Toten nicht ans Grab begleiten. Kein Abschied, wie er sein sollte, das tut weh. Der Schmerz ist tief. Bei Kindern, Eltern, Brüdern, Schwestern. Großeltern, Enkeln, Freundinnen, Kollegen. Wir denken an sie und werden still. Höre uns, Gott. Wir sind so müde. Das Herz ist schwer. Heile die verwundeten Seelen. Ich suche Sicherheit und stelle mir vor, der Herr ist mein Hirte.
Mir wird nichts mangeln. Viele stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Betriebe gehen kaputt. Freiberufler wissen nicht, wovon sie leben sollen. Die Armen trifft es besonders schlimm. Wir denken an sie und werden still. Höre uns, Gott. Wir brauchen Mut und langen Atem. Stärke unsere müden Hände. Ich suche das Leben und lasse mir vom Psalm sagen, Gott erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Kinder und Jugendliche zu Hause. Viele fühlen sich wie festgebunden, verlieren den Kontakt zu Freundinnen und Freunden, zum unbeschwerten Leben und Rennen und Lachen. Die Gewalt zu Hause ist mehr geworden. Gegen Frauen, gegen Kinder. Viele Menschen versinken in Depressionen. Wir denken an sie und werden still. Höre uns, Gott. Wir wollen leben. Ohne Sorge. Ohne Angst. Gib uns die Freude zurück. Wir gehen hindurch durch das finstere Tal, voll Sorge und Furcht, doch Hoffnung geht mit. Wir gehen gemeinsam, nicht allein, denn du bist bei uns, im Sterben und im Leben. Du, unser Hirte, heute, morgen und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Ewiger Gott, viele Gedanken bringen wir mit. Gedanken über das Leben, Gedanken über den Tod. Unzählige Erinnerungen. Wir haben gelacht, wir haben geweint. Wir hoffen und wir bangen. Wir sehen Dunkelheit und brauchen dein Licht. Schlimmes haben wir erlitten. Wir waren einsam und mussten loslassen. Wir standen allein da und mussten Abschied nehmen. Wir haben uns nach Berührung gesehnt und da war nur Leere. Jetzt sind wir hier. Sei du uns nah. Schenke uns einen neuen Anfang. Segne unsere Erinnerungen. Amen. Thank you.
Täglich höre oder lese ich die aktuellen Fallzahlen. Es ist schon fast zur Routine geworden. So sehe ich die Zahlen der Neuinfizierten, den 7-Tage-Inzidenzwert, die Zahl der Geimpften und auch die Zahl der Verstorbenen. Schon fast nebenbei nehme ich die Zahl der Verstorbenen zur Kenntnis und spüre eine kleine Erleichterung, wenn die Zahl unter 100 liegt. Ich merke, wie ich abstumpfe. Aber ich kann auch nicht jeden Tag daran denken, wie viele Familien ihre Lieben verloren haben. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal? Ja, wir gehen gerade durch ein ziemlich finsteres Tal. Und ein Licht am Ende dieses Tunnels scheint einfach nicht zu sehen zu sein. Die Corona-Krise nimmt einfach kein Ende. Der Mangel an Impfstoff, die stetig steigenden Zahlen, die Einsamkeit und Existenzangst vieler lassen mich mit Sorge und Angst in die Zukunft schauen. Die Trauer um die Verstorbenen lässt mich keine Ruhe finden. Heute liegt die Zahl der Corona-Verstorbenen bei 348. 348 Menschen, die heute nicht mehr gemeinsam mit ihren Lieben am Tisch sitzen. 348 Menschen, deren Lebensgeschichte abrupt zu Ende gegangen ist. Einer davon ist Werner, der Vater einer Freundin. Er ist an Covid-19 verstorben, mit gerade einmal 64 Jahren. Das Rentenalter hatte er noch nicht erreicht. Von jetzt auf gleich wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Seine Beschwerden waren groß, vor allem die Luftnot machte ihm zu schaffen. Im Krankenhaus wurde er sofort ins künstliche Koma gelegt und beatmet. Ein kurzer Anruf des Arztes bei seiner Frau zu Hause mit Bericht über die lebensbedrohliche Situation. Ob er aus dem künstlichen Koma wieder aufwachen wird, ist ungewiss. Die Frau und die Kinder von Werner waren selbst in Quarantäne. Keine Möglichkeit, noch einmal ins Krankenhaus zu fahren und sich zu verabschieden. Stattdessen waren sie zu Hause, eingesperrt. Und dann der Anruf aus dem Krankenhaus, dass Werner verstorben ist. Kein in den Arm nehmen, keine gemeinsame Trauer, kein gegenseitig Halt geben. All das war nicht möglich. Stattdessen ein Anruf am Telefon, trösten über die Entfernung. Und Werner? Er ist alleine gestorben, beatmet in der Anonymität eines Krankenhauses, ohne seine Familie. Ja, Werner hatte Vorerkrankungen, aber mit denen hätte er gut und gerne auch noch 10 bis 15 Jahre leben können. Gerne hätte er seine 3 Enkel noch weiter aufwachsen sehen. So viel hatte er noch vor. All das ist nun nicht mehr möglich. Unglaublich finster ist das Tal für diese Familie. Zurück bleiben seine Frau, seine 3 Kinder und die 3 Enkelkinder. Zu Beginn der Pandemie haben wir oft applaudiert. Von den Balkonen, aus den geöffneten Fenstern
Wir haben applaudiert für die, die uns zugerufen haben, bleibt zu Hause. Und die uns das zugerufen haben, das waren Krankenpfleger, Krankenschwester, Altenpfleger. Manche haben dann erzählt, wie diese Wochen und wie diese Monate waren. Da war zum Beispiel Sabine, eine ausgebildete Krankenschwester, die eigentlich Theologie studiert. Und als sie merkte, dass es nicht mehr genügend Pflegekräfte gab, hat sie 2 Urlaubssemester eingelegt und arbeitet auf einer Intensivstation für Covid-Patienten. Schutzanzug, Schutzmaske, Schutzbrille, 2 Paar Handschuhe übereinander. Das ist die Schutzkleidung, in der sie sich in der roten Zone um die Covid-Patienten kümmert. Lagern, Blut abnehmen, zum nächsten Patienten hetzen, schwitzen, Rückenschmerzen. Manchmal, so sagte sie, denke ich, ersticke ich in all diesen Plastikkitteln und Masken. Und sie sagt, viele Stunden trage ich diese Schutzkleidung und manchmal denke ich, es nimmt mir den Atem. Es fehlt an Personal. Wir haben keine Zeit. Wir versuchen, alle Patienten in den Blick zu behalten. Und dann setzt doch bei einem die Atmung aus. Und wir versuchen die Wiederbelebung. Manchmal weiß man nicht. Einfach loslassen, weitergehen. Hinter all den Schläuchen sind Menschen, sind Gesichter, große Augen, die einen nicht mehr loslassen. Und dann sagt sie, und wenn ich nach dem Dienst nur noch müde bin und nach Hause komme, Schmerzen in den Schultern und im Nacken habe, dann kommt man schwer zur Ruhe. Das Abschalten ist kaum möglich. Und oft denke ich dann auch, sagt sie, sollte ich wenig Kontakt haben zu anderen, allein bei der Arbeit, allein nach dem Dienstschluss. Und besonders schwer ist es, hilflos mit anzusehen, wie schnell ein Mensch mit oder an einer Infektion stirbt. Wie schlimm es sich anfühlt, dass keiner der Angehörigen dazukommen kann. Manchmal erlaubt die Stationsleitung den Blick durch das Glasfenster. Und auch das ist unendlich schwer zu ertragen. Sie sagt, ich mache meinen Beruf wirklich gerne. Aber in letzter Zeit ist es nur noch belastend. Und dann noch die Sorge, mich und meine Familie anzustecken. Ich weiß ja, dass es nicht nur alte Menschen treffen kann. Und dann erzählt sie, manchmal bin ich mit den Sterbenden allein und weiß nicht so recht, was ich sagen soll, wie trösten. Bei einem Mann habe ich nur noch leise gesagt, der Herr ist mein Hirte. Und er schien mit seinen Augen und seinem Herzen zu antworten, mir wird nichts mangeln. Wir haben es eben gehört, manch einer hat es auch persönlich erlebt. Die Auswirkungen von Corona, sie sind schlimm, sie sind manchmal fürchterlich. Allerdings gibt es auch einige wenige Ausnahmefälle, wodurch nicht durch die Krankheit, sondern durch die Umstände Menschen dazu bewegt wurden, ihr Denken und ihre Einstellung zu ändern. So habe ich
hier im Dorf von jemand gehört, dass jemand ein näheres Verhältnis zu seiner eigenen Familie gefunden hat. Anfangs ging es ihm wie all den anderen auch. Er konnte seine alten Eltern nicht besuchen. Die Familienfeiern sind nicht mehr möglich gewesen und die Distanz hat zugenommen. Wenn man einander nicht sehen kann, ist das ja natürlich. Und bei ihm löste es das aus, dass er über Corona und über seine Familie nachdachte. Wie war es denn ohne Corona gewesen? Es war ein hektischer Alltag mit 3 Kindern. Und er hat sich immer wieder vorgenommen, bei seinen eigenen Eltern anzurufen und sich bei ihnen zu melden. Beide Ende 70 und in der näheren Umgebung wohnend. Und dann, wenn es Abend geworden war, merkte er in der Regel, dass er es wieder nicht geschafft hatte, anzurufen. Und auch durch Corona wurde sein Alltag nun keineswegs ruhiger und bedächtiger. Sein Arbeitgeber hatte ihn ins Homeoffice geschickt. Zusätzlich musste er sich um seine Kinder, die zur Schule gehen, kümmern und dann auch noch für alle mittags kochen. Aber dazwischen hat er sich dann einfach einmal Zeit genommen, jeden Tag bei seinen alten Eltern anzurufen, um zu erfahren, wie es ihnen geht und um ihnen das Gefühl zu geben und ihnen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Und so hat er mit ihnen gesprochen und hat ihnen seine Anteilnahme geschenkt. Bis dahin, dass er zweimal die Woche für sie einkaufen gefahren ist, wofür seine Mutter, die hat das sonst gemacht, ausdrücklich dankbar war und es mit den Worten so geschildert hat, dass es ihr schon bald leid tut, dass er jetzt so viel Arbeit mit seinen Eltern hat. Nun, wenn man so etwas hört, lächelt man und denkt sich, selbstverständlich, was habt ihr früher für Arbeit mit mir gehabt? Jeder ist irgendwann auf Hilfe angewiesen und so konnte dieser Mann etwas Reales für seine Eltern tun. Das war eine Geste, um zu zeigen, dass ihm etwas an seinen Eltern und an seinen Nächsten, dürfen wir übertragen sagen, lag und liegt. Und natürlich setzt ihm auch die Angst um seine Eltern zu. Es ist eine schlimme Vorstellung, dass sie zum Beispiel an dem Virus erkranken könnten. Und wenn sie dann in das Krankenhaus müssten, wie wir es vorhin auch gehört haben, dass man sie dann nicht besuchen kann. Das wäre schrecklich. Denn jeder wünscht sich doch, dass seine Angehörigen in Würde sterben können, im Kreise ihrer Familien und nicht separiert, von Maschinen umgeben. Und das Letzte, was diese Menschen dann sehen, ist dann das vermummte Gesicht eines Fremden. Dies wünscht sich niemand. Man möchte eine letzte Umarmung geben. Aber durch diese Krankheit, die Gott sei Dank in seiner Familie nicht gewütet hat, wurde er veranlasst, dass er mit seinen Eltern näher Kontakt aufnahm und sie wieder zu einem näheren, engeren Teil seines Alltags wurden. Dass er viel mehr, als sie denkt, viel mehr über sie spricht als zuvor. Dass auch seine eigenen Kinder vermehrt nach ihren Großeltern fragen. Und dass alle Familienglieder froh darüber sind, dass man einander hat und füreinander da ist. Vielleicht ist das auch eine Hoffnung in diesen Tagen, dass wir uns daran erinnern, dass wir bereit sind, etwas für unsere Eltern, für unsere Elterngeneration zu opfern. Und dass wir viele Einschränkungen hinnehmen, um sie und auch andere Menschen, die Vorerkrankungen haben, nicht zu gefährden. Und über diese Solidarität oder mit dem alten Wort, mit dieser Nächstenliebe und Elternachtung, darüber freue ich mich. Und ich hoffe, dass das anhält auch über die schreckliche Krankheit Covid-19 hinaus.
Treuer Gott, ich lege eine Blume ab und bitte dich für alle Krankenschwestern und Krankenpfleger, für alle Ärztinnen und Ärzte und für alle Klinikseelsorgenden, die sich in dieser herausfordernden Zeit um Menschen in ihren Kliniken kümmern und dabei oft an ihre Grenzen oder darüber hinausgehen. Gib ihnen Geduld, Ausdauer und Kraft und schenke ihnen gute Worte für die Patientinnen und Patienten und ihren Angehörigen, die sich zu Hause oftmals Sorgen machen. Lass sie Zeiten der Ruhe und Erholung finden und gib ihnen Möglichkeiten, über ihre Erlebnisse mit dem Leid und dem Sterben der Menschen reden zu können. Treuer Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Lebendiger Gott, ich lege eine Blume ab und bitte dich für alle Menschen, die in Altenheimen und Pflegeeinrichtungen leben und arbeiten. Lass die Bewohnerinnen und Bewohner untereinander Gemeinschaft erfahren und lass sie spüren, dass sie in dieser Zeit nicht allein sind. Nimm ihnen Einsamkeit und Resignation und schenke ihnen Hoffnung und Zuversicht. Schenke den Pflegenden deinen Segen und deine Kraft für ihren Beruf und lass sie immer wieder Zeit finden, sich den pflegebedürftigen Menschen liebevoll zuzuwenden über die alltägliche Pflegetätigkeit hinaus. Lebendiger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Barmherziger Gott, ich lege eine Blume ab und bitte dich für alle, die in der Corona-Zeit politische und gesellschaftliche Verantwortung tragen. Sie mussten und müssen immer wieder und immer noch abwägen zwischen ganz unterschiedlichen Interessen und Notwendigkeiten. Lass unter allen Menschen Solidarität, Menschlichkeit und ein gutes Miteinander wachsen, damit wir als Gesellschaft den Herausforderungen der kommenden Zeit voller Zuversicht und Hoffnung begegnen können. Barmherziger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Tröstender Gott, ich lege eine Blume ab und bitte dich für alle, die in der Corona-Zeit einen lieben Menschen verloren haben. Tröste sie in ihrer Trauer und in ihrem Verlust, besonders dann, wenn sie in den letzten Tagen und Stunden des Lebens nicht für ihre Lieben da sein konnten. Lass sie Möglichkeiten und die Zeit finden, ihrer Trauer und ihrer Not angemessen Ausdruck verleihen zu können. Und lass sie Menschen finden, die sie dabei liebevoll begleiten. Tröstender Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Nun wollen wir in einem Moment der Stille der Verstorbenen gedenken. Wir denken an alle, die an oder mit Corona verstorben sind. Wir denken auch an alle Menschen, die in dieser Zeit der Pandemie verstorben sind und an ihre Angehörigen, die sich aufgrund der Umstände nicht oder nur unter sehr erschwerten Bedingungen verabschieden konnten. Wir denken aber auch an die Menschen, an die niemand mehr denkt. Wir denken im Namen von Menschen, die an Covid-19 gestorben sind. Manche waren uns ganz nah, von anderen haben wir gehört. Ich lege eine Blume ab. Und wir denken an einen Menschen, den wir schmerzlich vermissen und der gestorben ist. Denken auch Sie jetzt an den Menschen, den Sie schmerzlich vermissen und der gestorben ist. Wenn Sie mögen, sprechen Sie seinen Namen nun laut aus. Gott des Lebens, wir haben Blumen für unsere Verstorbenen abgelegt.
Nimm du sie in deinem ewigen Reich der Liebe auf und schenke ihnen das Leben in Fülle. Vergib ihnen und uns, was wir einander schuldig geblieben sind, und sei besonders bei den Angehörigen. Gott des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Lebensspendender Gott, heute kommen wir zu dir mit den Erfahrungen und den Erlebnissen aus den vergangenen Monaten. Manches Gute durften wir erleben, aber es sind auch Wunden gerissen und Schmerzen entstanden, die noch lange nicht heilen werden. Schenke uns deinen guten Geist und viel Kreativität und Liebe, um Wunden zu heilen und Schmerzen zu lindern. Begleite du uns weiterhin durch das Leben. Heile und segne, was dir am Herzen liegt und was du von Herzen liebst. Dafür danken wir dir durch Christus, unseren auferstandenen Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, er segne dich in deiner Trauer. Er schenke dir Tränen und Worte für deinen Schmerz. Gott segne dich und deine Fragen ohne Antwort. Er schenke dir Menschen, die dir geduldig zuhören können und die bei dir sind. Gott, er segne dich und deine Ohnmacht, die dich manchmal lähmt. Er stärke dich, dass du die Anforderungen des Alltags meistern kannst. Gott segne dich und deine einsamen Stunden. Er schicke dir Menschen, die dir ab und zu Gesellschaft leisten und die dir gut tun. Gott segne dich und den Menschen, um den du trauerst. Gott schenke dir Glauben, dass dieser Mensch in seiner Hand geborgen ist. Gott segne dich und dein Denken und Fühlen. Er schenke dir die Kraft dankbarer Erinnerung. Gott segne dich und deinen Lebensweg. Er schenke dir wieder Vertrauen in das Leben und Mut, deinen Weg weiterzugehen. Gesegnet seist du vom Gott des Trostes, der mit dir geht und der bei dir bleibt und deine Schritte leitet. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.